Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Wochenende. Hier ist Sandra, die Umdenkerin. Und heute gehen die Gedankenfunken wieder weiter für diese Woche. Mittagszeit, du hast bestimmt Mittagspause. Und naja, vielleicht warst du schon ein paar Minuten draußen, die frische Luft schnappen, Sonne genießen. Also hier bei uns in der Pfalz zumindest scheint sie gerade. Aber es ist, glaube ich, ziemlich zugig. Also starten wir mit den Gedankenfunken, die ich mir wünsche, bei dir zu entfalten. Und zu entfachen und so, dass du sie wiederum weiterleiten kannst, da wo sie gerade gebraucht werden. Und los geht's mit meinem Wegbegleiterkartenset von der lieben Petra Kreuzpöntner. Und ich ziehe natürlich wieder eine Karte. Bin mal gespannt, was wir heute bekommen, welches Wort wir bekommen. Na, ich halte es mal hoch. Heute gibt es. Oh! Ja, Gesundheit! Gesundheit. Gesundheit ist so wichtig. Wir wollen sie alle, brauchen sie alle. Manchmal sorgen wir nicht gut genug dafür. Weil ich sage immer so schön, wir wollen alle am besten. Das durchschnittliche Lebenserwartungsalter für die Frauen ist ja, liegt ja bei 85. Und wir wollen ja alle am liebsten 85. Und ich habe eine Kundin, die sagt, ich will 100 werden. Da wollen wir hin. Aber dafür sollten wir heute schon etwas tun, und ohne das geht es nicht. Also da gibt es diesen, ich sag mal, Glaubenssatz, den alten, der uns immer so ein bisschen drückt, nämlich von nichts kommt nichts. Aber wenn wir den wohlwollend auf unser Gesundheitsthema anwenden, dann ist das doch wunderbar. Na, weil auch hier kommt von nichts nichts sozusagen. Und ja, deswegen ist es gut, für uns zu sorgen, denn wir selbst sind immer der wichtigste Mensch in unserem Leben. Nur wenn wir viel Kraft haben, können wir davon auch viel abgeben an andere. Kraft, Energie, können uns um andere kümmern. Und ja, Gesundheit, wenn ich die Frage in meinen Seminaren stelle, was ist denn für euch Gesundheit? Dann kommt ganz oft, naja, ich bin nicht krank. Natürlich ist das, ich sag mal so, der absolute gleiche Nenner bei allen Dingen, Gesundheitsthemen. Aber es ist viel, viel mehr als ja, das Fehlen von Krankheit letzten Endes. Und zwar die WHO hat Gesundheit so definiert, und das war schon 1946. Da steht, Gesundheit ist ein Zustand, ich muss schauen, ob ich es ungefähr zusammenkriege, von ein Zustand von vollkommenem Wohlbefinden, seelischem, also seelisch und sozial. Sozial, also physisch, körperlich, seelisch und sozialem Wohlbefinden. So, jetzt habe ich die richtige Reihenfolge. Und das ist so, so viel mehr als das Fehlen von Krankheit. Ja, also seelisch natürlich. Wir sollten immer gut auf unsere mentale Gesundheit achten, dass wir uns da immer auch stärken. Natürlich physisch, Bewegung, Ernährung, alles, was wir dafür tun können. Auch Entspannung ist für physisch und mental auch ganz wichtig. Und ja, natürlich, was ganz oft unterschätzt wird oder von vielen, so ging es mir auch, nicht von Anfang an, dieser soziale Aspekt in dem Thema Gesundheit unterbringen oder wiederfinden würden, das ist so wichtig, weil stell dir vor, gehst auf die Arbeit, hast vielleicht Kollegen, liebe Kollegen, vielleicht gibt es da auch einen, der nicht so lieb ist, und ja, und wenn der nicht so lieb ist, dann kann er dir vielleicht so ein bisschen den Tag schwer machen, dein Herz schwer machen, dein Arbeiten schwer machen. Na, ich will gar nicht von Mobbing reden, aber es könnte ja sein, wir müssen uns ja nicht immer alle lieb haben, aber wir sollten trotzdem respektvoll miteinander begegnen. Das ist leider nicht überall der Fall, aber wenn du eine solche Person hast, die dir, ich sag mal, das Leben schwer macht, führt das ganz schnell, auch wenn das auf Dauer passiert, ja, zu letzten Endes mentaler Krankheit, ja, weil die soziale Kompetente fehlt hier an der Stelle, dieses Wertschätzen gegenseitig, sich geborgen fühlen, wohlzufühlen mit den anderen. Und dazu kommt natürlich aber auch irgendwann die Psychosomatik ins Spiel, sodass wir hier sagen, okay, erst wenn der mentale Faktor auch zum Tragen kommt auf Dauer, dann wirkt sich das auch letzten Endes physisch aus. Und da wollen wir ja nicht hin, weil wir wollen ja 85 werden und mehr. Also von daher, schau mal, welche klitzekleinigkeit du heute in deinem restlichen Tag und natürlich morgen und übermorgen auch, aber heute mal starten. Weil welche klitzekleine Kleinigkeit könntest du tun, um heute etwas mehr für deine Gesundheit schon zu tun? Weil du willst ja auch 85 werden.
Ich habe das auch vor und ich tue jeden Tag was für meine Gesundheit. Und ich mache zum Beispiel auch Yoga 10 Minuten, gute Übungen für die Wirbelsäule, weil wenn wir so viel sitzen, dann ist das nicht gut. Und deswegen, dann kriegen wir Rücken und Verspannung und so weiter. Das wollen wir nicht. Deswegen, von nichts kommt nichts. Also, wenn wir das umdrehen, von etwas kommt immer etwas, dann passt das doch schon viel besser. Und ich wünsche dir heute ja gutes Gelingen beim Suchen deiner Kleinigkeit, die du ändern kannst, zum Umdenken für mehr Gesundheit und Wohlbefinden und Vorsorgen fürs hohe Alter. In dem Sinne, liebe Grüße, hab noch eine schöne Mittagspause, einen wunderbaren Tag und wir hören uns morgen zum nächsten Gedankenfunken. Alles Liebe, deine Sandra. Ciao.